Gottfried Curio, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, die AfD hat beantragt, unberechtigten Grenzübertritt zu verhindern durch umfassende Grenzkontrollen und entsprechende Antragsteller zurückzuweisen. Wer gegen diesen Antrag stimmt, will mithin, dass unberechtigte Antragsteller weiterhin die Grenze nach Deutschland überschreiten und ein Schutzverfahren eröffnen können, inklusive Dauerversorgung und jahrelangen Klagen. Wie von obersten Richtern betont, kann niemand unter Berufung auf Schutzgründe zu Land nach Deutschland einreisen. Die Einreise aus einem sicheren Drittstaat, alle Nachbarstaaten Deutschlands, ist zu verweigern. Ebenso, wenn ein anderer Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig ist, gemäß Dublin III, der Erstzutrittsstaat in die EU. Tatsächlich haben wir jedoch Binnenmigration in Europa und müssen unsere nationale Grenze schützen und nicht statt dieser versäumten Pflicht unsere Weihnachtsmärkte mit Betonpoddern und Maschinenpistolen schmücken. Zur Ablenkung wird gerne über sogenannte Schleuserkriminalität gejammert. Ist aber der Schleuserkriminell so auch sein Auftraggeber? Wer sich schleusen lässt, will betrügen. Mit dieser ganzen Herrschaft des Unrechts, Herr Innenminister, müsste endlich Schluss sein. Die Garantin hierfür aber haben Sie gerade neu entthronisiert. Fluchtgründe im Heimatland sind eben keine Eintrittskarte weltweit. Aus einem sicheren Transitstaat wie der Türkei flieht man nicht nach Europa, auch nicht von einem ganzen Kontinent wie Afrika. Die Asylbehaupter hier aufzunehmen, die Urlaubsreisen zu ihren Familien machen, ist auch kein Akt der Humanität. Mit denselben Aufwendungen wie hier vonnöten kann eine vielfache Menge Hilfsbedürftiger vor Ort versorgt werden. Die Ärmsten reisen nicht. So viel zur heuchlerischen Berufung auf das C. Den Unterstützern der offenen Grenzen geht es um den Umbau der einheimischen Bevölkerung durch jedwede Zuwanderung samt entsprechenden Konsequenzen für die Wahlbevölkerung. Die UN-Umsiedlungspläne Resettlement von Afrika nach Europa, de facto Deutschland, hat Frau Merkel, die Kanzlerin der Ausländer, der Union ins Parteiprogramm geschrieben. Dem dient die Duldung des massenhaften Identitätsbetrugs, weggeworfen und gefälschte Pässe. Dem dient die bewusste Fehlbezeichnung Flüchtling für Sozialmigranten. Mit der Eigenschaft Flüchtling kann man nicht herumreisen, man hat sie nur bei Übertritt aus dem Fluchtland. Dem dient die Bemäntelung der völligen Unmachbarkeit dieser Völkerverschiebung, wenn für sogenannte Integration nicht erwerbsfähiger Personen jährlich über 50 Milliarden veruntreut werden. Das ist Diebstahl am deutschen Volk, das zerstört unsere Heimat. Die Willkommenskultur ist für Heinrich August Winkler eine Selbstgefälligkeit deutscher Narzissten, die sich als Bessermenschen selbst vergötzen. Gegenmeinungen sollen mit der Rassismuskeule erstickt werden. Was wir brauchen, ist eine Willkommenskultur für demokratische Meinungsvielfalt, vor allem auch in diesem Hause. Herr Kollege Curio, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Was macht das Ganze aus unserem Land? Kommunen machen dicht wegen Überforderung. Integration ist gescheitert, schon wegen der schieren Menge. Sie wird von den Migranten selbst auch nicht gewünscht, die ihre eigene Kultur leben wollen, nach den gesetzwidrigen Regeln der Scharia. Jedes weitere Anwachsen ihrer kulturellen Blase bestärkt sie nur darin. Aggressive Macho-Kultur, schon in den Schulklassen, aufgegebene Stadtteile, Vergewaltigungen, Morde. Aber die Regierung setzt knallhart Ethikkurse dagegen. Sie hat massenhaft archaische, frauenfeindliche Gewalttäter ins Land geholt, ohne Not, aber immerhin doch auch Fachkräfte importiert für Messerattacken. Abschiebungen, meine Damen und Herren, retten auch Leben. Gewaltbereite Ausländer, für die Frau Merkel sofort Partei ergriff, bedrängen deutsche Bedürftige an den Tafeln im Land, in dem wir gut und gerne leben. Der Berliner SPD-Innensenator sagt, Deutschenfeindlichkeit gibt es durchaus öfter im Land, in dem wir gut und gerne leben. Ein Staatsanwalt sagt, der Rechtsstaat hat sich aufgegeben. Ein Schulleiter, wir sind auf dem Weg ins Mittelalter. Angegrapschte Frauen hören, wenn du das nicht willst, musst du Kopftuch tragen. Im Land, in dem man gut und gerne lebt, als Ausländer. Langsam genug davon? Nicht für unsere Weiter-so-Regierung.
Sie will Migration nicht bekämpfen, nur steuern. Sie hat bereits den Verlust des inneren Friedens auf dem Gewissen. Ist das Schaden vom deutschen Volk wenden? Gehört so jemand auf die Regierungsbank? Wir sagen doch wohl eher auf die Anklagebank. Nächster Redner.